Neue Eier, neues Glück, der Schilling ist zurück mit richtig vielen 10 Kilometer Eiern und ein paar Fünfern und einem GPS-Signal. Oh, das erinnert mich an die guten alten Zeiten. Damals meine Ei-Videos. Immer GPS-Signal nicht gefunden zu Hause, aber das hat sich mittlerweile verbessert. Immer nur beim Video, ganz am Anfang in der ersten Sekunde, oder nicht in der ersten Sekunde, egal was labere ich denn. Auf jeden Fall kommt das zum Glück mittlerweile echt nur noch selten vor, weil das hat mich immer richtig genervt in der Aufnahme, weil ich dann die WP nicht gesehen habe. Und wir starten mit einem Flunkiefer im 10er-Ei. 903 WP, ein 100er davon habe ich schon und ein Shiny davon habe ich schon, also hierbei bin ich ausgedient. Ich bräuchte nur beide in Kombination, das wäre natürlich der Hammer. Aber ansonsten weiß man, glaube ich, was ich gerne so... Ruhe. Aus den 10 Kilometer Eiern hätte und da kommt ein 10er Ei nach und ein Hunduster aus dem 5er Ei. 675. Ich muss sagen, von dem Ding habe ich auch schon so viele gebrütet, gefangen aus der Feldforschung. Da hätte ich auch noch gerne so ein perfektes. Das wäre schon nicht schlecht. Hundemon ist zwar jetzt nicht unbedingt ultra-meta-relevant oder so, aber trotzdem, das würde ich glaube ich sofort entwickeln und dann beim Hochpushen mit einem Trassler geht's weiter. 2014. Sternenstaub ist schon ein paar Jahre alt. Ich hoffe, der wird nicht vergänglich. Der hat kein Ablaufdatum, kein, wie sagt man? Haltbarkeitsdatum. Das Wort habe ich gesucht. Okay, ah, das ist echt schön. So viele 10 Eier, aber das dauert immer. Ich habe ja jetzt einige Tage die 2er Eier weggebrütet mit der unendlichen Brutmaschine. Und was haben wir? 10-10. 10-40 wäre hier genial. Aber die Candies immerhin und zum Tauschen, das ist echt eine wahre Seltenheit. Und man merkt, jetzt zum Beispiel gibt es Glurak im 4er Raid und Glurak könnte man solo schaffen mit einer kompletten Ramaidon-Armee bei Wetterboost für Gestein. Ist natürlich in den Sternen so für mich jetzt momentan, aber ja, das ist doch fein. Schöne Sache, so beginnt das Video gut mit dieser Ladung. Das dürfte mittlerweile mein 5., 6., 7. aus dem Ei sein, irgendwie sowas um den Dreh. Bummels haben wir hier. Und dann damals, ich hätte nicht gedacht, dass Coconodon eigentlich so selten ist. Damals in, wo war ich da? Ich glaube in San Francisco, als gerade diese neuen Pokémon erschienen sind. Und dann hatte ich plötzlich eins bei in der Nähe, also mit dem Schatten. War gar nicht so weit entfernt. Ich bin hingelaufen und dachte mir eben, ah okay, die gibt's halbwegs häufig. Vielleicht wie ein, naja, Charmian ist auch selten. Aber nö, die sind ultra selten. Keine Ahnung, ich kann mich nicht an mein letztes Wildes erinnern. Ich glaube, damals beim Valentinstags-Event bei der Lokmodul-Runde, wo ich so viel gezockt habe, habe ich mal ein Wildes bekommen. Aber ansonsten, das ist echt so ein Pokémon, das bekommt man nur aus Eiern, wenn man viel brütet. Anderenfalls schaut man da doof aus der Röhre oder so. Ein Magnetilo haben wir hier. 745. Wo bist du hier? Ah, nein, nein, nein. Next. Das sind aber verdächtig viele Eier hier gerade. So gefällt mir das. Sehr schön. Mit einem Tanzer geht's weiter. Den Tannenzapfen habe ich schon in Shiny. Oh mein Gott, 800 Sternenschaub und 10 Bonbons. Meine Damen und Herren, das war das 100er von unten. Ja, man muss auch mal das Minimum erreichen. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Das waren die letzten 9. Bis gleich mit der nächsten Ladung. Der Schilling, Alter. Und da bin ich wieder mit 9 mal 10 Kilometer Eiern. Boah, das hat gedauert. Das letzte Ei wollte einfach nicht lila werden. Aber jetzt habe ich sie. Ich meine, zur Not 7 oder 8 mit einem Sternenstück tun es auch. 9 Eier. Kindwurm, ich habe dich mal vor dem Community Day in dem Video so lange gesucht. Jetzt bist du hier. Kindwurm aus dem Ei gehört mir. Kann man sich aufheben, wenn man darauf hofft, dass wieder sowas kommt wie vergangenes Jahr? Ein Community Day mit allen Community Days, die es bisher gab. Aber nein, da habe ich keine Informationen, offizielle Sachen oder ich weiß da nicht mehr. Shinux haben wir. Sondern ist einfach nur, wenn man sagt, okay, 2018 gab es ein Valentinstags-Event, vielleicht auch 2019 oder vielleicht kommt wieder ein Entwicklungsevent, soll ich mit Entwickeln warten? Dann haben wir tatsächlich eines bekommen. So, direkt nein, kein Ei ist dabei, aber ein Shinux. Und was ich momentan so von mir und aus Statistiken im Internet sagen kann, ist Shinux wohl eines der Bummels häufigeren Pokémon aus den 10 Kilometer Eiern und hat so Lavita ein bisschen verdrängt. Dratini kommt noch ab und zu vor, aber Voltilam komplett weg vom Fenster, dafür Shinux paar Mal. Ich meine, Shinux an sich ist nicht selten, beziehungsweise das hört sich auch doof an. Tanhell ist am Start, weil Shinux gibt es nicht in der Wildnis, aber dafür haben wir schon seit Wochen oder Monaten Shinux Raids und
wenn man eins will, dann muss man eben seinen kostenlosen Raid Pass verwenden. Und wenn man ein Shiny will, dann Prost Mahlzeit, das wird teuer. Also ein Shiny Shinux, ich will da niemanden demotivieren, aber ich habe Screenshots gesehen. 300, wenn man vom Teufel spricht, 300 gesehene Shinux und eines war dann Shiny. Okay, 500, das ist wirklich easy zu merken bei dem hier. 500 sind ein 100er und je näher dran, desto besser. Entwickelt habe ich schon eines, genau. Muss man zweimal entwickeln, kostet 125 Candies bzw. 123, weil man pro Entwicklung ja eins dazu bekommt. Für alle, die es immer ganz genau haben und vielleicht für alle Mathematiker, nein, das ergibt keinen Sinn, 124 Candies benötigt man eigentlich, weil das letzte bekommt man ja erst dazu, sobald man es entwickelt und da benötigt man 124 dafür. Und wir haben Dratini nach wie vor noch ab und zu in den 10 Kilometer Eiern vertreten. Aber wenn wir schon spekulieren und von so einem Community, okay, zweimal hintereinander und von so einem Community Day sprechen, da wäre dann die Frage, wer vermutet, dass sowas kommt eben? Vermutet ihr, dass ein kompletter Community Day mit allen kommt? Oder einer von denen, die noch nicht in so einem All-in-One Community Day da waren? Das wäre die andere Frage. Also ob dann zum Beispiel auch Dratini, alt, da noch dazu kommt, dass man wieder Draco Meteor für Dragoran bekommen kann. Ein Zubiris fehlt mir noch in Shiny. Wir hatten vor der Neständerung ein Zubiris-Nest, wo ich immer farmen bin. Leider keins bekommen, aber okay, wie viel habe ich da gefangen? Vielleicht 50, 60, 70, wenn es hochkommt. Das ist natürlich bei einer Shiny-Chance von 1 zu 450. Nichts. Also die lila Eier öffnen, das könnte ich echt den ganzen Tag machen. So schön, so viel Sternenstaub, so viele Bonbons und noch ein Shinux. Das dritte. Da gibt's denn das? Also farblich passt diese Ladung ganz gut zusammen. Und da ist ein Pokémon da. Bis gleich. Oh, Spielezwein. Oh. Und da bin ich wieder. Diesmal nicht mit Live-Eiern, dafür ein kompletter Zusammenschnitt. Links und rechts auch ein paar Eier. Genau. In der Mitte mit meinem iPad, links und rechts immer mein Handy. Und häufig werde ich darauf angesprochen, gespricht, genau, Deutsch gelernt bei Yoda, ich habe. Gab es auch schon länger nicht mehr, da hat sich Niantic echt gebessert bei den Texten. Auf jeden Fall, seit gut 200 Folgen bin ich auf ein Tablet umgestiegen, wegen Grafik und so weiter, schöneres Gameplay. Aber ich verwende das nicht zu 100% und oft werde ich dann beim Raid gefragt, ich dachte, du hast ein iPad oder wenn ich das iPad habe und... Genau, werde ich nach meinem Handy gefragt. Ich hatte bisher immer vor dem Tablet nur ein einziges Handy für Pokémon Go, auch für die ganzen Videos, das iPhone 6S. Dann, weil die Handys der neuen Generation so langgezogen sind und das Gameplay noch schmaler gewesen wäre, wenn ich auf so ein neues Smartphone umgestiegen wäre, da habe ich mir gedacht, versuchen wir es mit einem Tablet. Das ist zwar ein bisschen größer, aber... Also umständlicher zu tragen eventuell, aber mittlerweile muss ich echt sagen, läuft es ja gut, aber wenn das Wetter nicht so ideal ist, sprich kalt oder Regen, und ich dann ab und zu auch gerne meine Hände in die Jackentasche gebe, was natürlich mit einem Tablet in der Hand nicht geht, dann spiele ich mit meinem iPhone. Ich habe das iPhone XR statt dem 6S upgegradet, da hat mir mein Handyanbieter, wenn ich beides nehme, eben Tablet und Handy so ein Special-Ding gemacht. Und worauf ich hinaus möchte, ich wechsle häufig zwischen diesen beiden. Wenn ich jetzt wirklich weiß, okay, da wird nichts Spannendes passieren, ich mache keinen Raid, da sind keine netten Spawns und so weiter, dann habe ich das Tablet im Rucksack und spiele nur mit dem Handy. Aber natürlich gehen da ab und zu auch Eier auf und die will ich aufnehmen, auch wenn es nur ein einziges Ei ist. Ich hatte mal... Die Situation, da habe ich ein 100er Quiekel ausgebrütet und das war nur ein einziges Zweierei und die Aufnahme lief nicht. Na, könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich geärgert habe. Ich meine, wer rechnet schon damit, dass bei einem einzigen Ei irgendwas Krasses dabei ist oder ein Shiny, was man vielleicht aufnehmen müsste. Aber seit dieser Aktion habe ich gelernt, jedes noch so unnötige Ei einfach aufnehmen. Genau, und für ein einziges Ei hole ich aber nicht mein Tablet raus und vor allem, wenn das Ei schon aufgeht, ist es sowieso zu spät. Da kann ich die Animation ja dann nicht mehr am Tablet bekommen. Bedeutet, ich wechsle sehr häufig am Tag hin und her. Na, oder auch, wenn wir
Wenn ich dann raiden gehe, vorher irgendwas eher Uninteressantes für ein Video gemacht, dann aber zu einem Raid-Boss, dann wechsle ich das Gerät, dann kommt mein Handy in die Tasche, mit Hotspot gebe ich mir dann Internet auf das Tablet und wechsle dann rüber. Und deshalb sind dann die Random-Aufnahmen manchmal eben in der Hochkant-Version, in der schmalen. Okay, das Tablet ist in Wahrheit auch hochkant, aber viel breiter, so gesehen vom Seitenverhältnis. Das Geniale allerdings, wenn ich in der Mitte das Tablet habe und dann passen an den Seiten genau die Smartphone-Auflösungen hin. Also das ist natürlich ideal. Wäre vermutlich 10 Minuten durchgehend. Wenn man immer drei Eier nebeneinander hat, wäre das ein bisschen zu viel für die Augen. Aber so immer als kleinen Zusammenschnitt mag ich das eigentlich ganz gerne. Ich habe auch zum Beispiel mein 100er Flamly. Das war ein einziges einzelnes Zweierei, welches ich niemals in so ein Live-Video reinnehmen würde, wo ich 9 Eier parallel ausbrüte. Da mache ich nicht 9 Zweiereier oder so. Und naja, genau. Und jetzt mal so kleines Fazit zu einem Tablet mit Pokémon Go nach einiger Zeit. Wenn das Wetter nicht mitspielt, ist es nervig. Bei Regen und so kann ich bei meinem Handy einfach die Hülle zuklappen, in die Jackentasche, fertig. Bei einem Tablet, ja, da habe ich so eine eigene Hülle, aber die ist auch nervig rumzutragen. Die habe ich eigentlich gerne im Rucksack. Bei Regen spiele ich ganz ungern nur mit dem Tablet. Gut, genau, dann bin ich dieses Gameplay von meinen Eiern auch mal losgeworden. Bedanke mich natürlich, wie immer fürs Zusehen. Waren schon ein paar nette Dinge dabei und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.